Hallo an alle Katzenliebhaber und an die, die vielleicht mal gern was Neues probieren. Heute eröffnet die Katzenlounge in Chemnitz, Chaumau. Und da muss man natürlich auch ein Geschenk mitnehmen. Die möchte ich heute mit euch erkunden. Chaumau befindet sich in Chemnitz auf dem Kassberg und die liebe Franzi erfüllt sich damit einen riesen Traum. Dazu erfahrt ihr später mehr. Da ist sie ja schon. Hi, willkommen im Chaumau, komm rein. Ich bin super gespannt. Oh, herzlich willkommen im Chaumau, in meinem Katzencafé. Das schauen wir uns heute mal genauer an. Ja, hier hast du zum Beispiel den Rückzugsort für die Katzen. Da sind die Katzentoiletten drin, die Futternäpfe. Wenn sie mal keine Lust haben auf die Menschen, dann können sie sich jederzeit zurückziehen. Ansonsten siehst du ja hier schon überall das reine Katzenparadies. Es wurde ausgestattet von der Firma Kratz Manufaktur. Wo kommt die her? Aus Zwickau, hier aus der Region, ja. Also gibt es hier viele Unterstützer aus der Region? Ja, und da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass sie mich so toll mit unterstützen. Hast du hier freie Platzauswahl? Also hier finden 30 Personen reichlichen Platz. Da geht's zur Toilette. Und ansonsten kannst du dir gerne hier was für meinen Snacks aussuchen, was Frisches aus der Pfanne. Ansonsten hast du dann auch später die Möglichkeit, aus der Vitrine dir was auszusuchen. Ja, dann zeige ich dir noch den Special-Platz. Oh, das klingt spannend. Ja, das ist hier die richtige Chill-Lounge. Für Paare, die mal ein bisschen für sich sein wollen, aber trotzdem noch mitten im Geschehen bei den Katzen sein möchten. Also gibt es ja auch einen Ort für ein romantisches Date. Ich denke, damit kommt ihr sehr gut an. Ja, Franzi, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Katzencafé zu eröffnen? Die Idee habe ich mit meinem Freund in Mailand entdeckt. Wir haben dort einen kleinen Kurztrip gemacht und mein Freund stöbert immer gerne im Internet, was kann man so erleben. Und das Erste, was er entdeckt hat, war ein Katzencafé. Und ich kannte das vorher noch absolut gar nicht. No, ich habe dann gleich gesagt, komm, wir müssen zum Katzencafé. Und er als Katzenhaarallergiker hat sich das angetan, ist extra mit mir zum Katzencafé gegangen. Ich war hin und weg und seitdem war das ein Traum für mich, ein eigenes Café zu eröffnen. Ich bin total begeistert davon, dass dein Freund Katzenhaarallergiker ist, ja, und mit dir zusammen diesen Traum geht oder diesen Traum mit ermöglicht, einen Katzencafé zu eröffnen. Ja. Sind die Katzen denn allergikerfreundlich? Also ist es eine Rasse, die allergikerfreundlich ist oder? Nee. Also ich muss wirklich sagen, heirate ihn. Also wer sowas macht, also stark. Er macht schon sehr viel für mich. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Du hast gerade erwähnt, dass die Katzen aus dem Tierheim kommen. Wo hast du die her oder was haben die für eine Hintergrundgeschichte? Also die Katzen kommen aus dem Tierheim in Turnu, in der Oberhavel aus Brandenburg, und dort musste das Tierheim 58 britisch Kurzhaarkatzen aufnehmen, weil die Züchterin den Überblick verloren hat. Und ja, da haben sie jetzt ein neues Zuhause gesucht. Meine Oma hat darüber einen Beitrag dann im RBB gesehen, hat mich gleich sofort angerufen, hat gesagt, das wäre ideal für dich im Katzencafé. Und ich habe auch nicht lange gezögert, habe gleich angerufen, Termin ausgemacht. Das Witzige daran ist, die Chefin vom Tierheim ist ursprünglich Chemnitzerin, hat in der Woche auch Urlaub hier in Chemnitz gemacht, hat sich mein Café angeschaut und hat gesagt, das wäre ein sehr schönes Zuhause für die Katzen und das machen wir so. Und da haben sie mich dann eben unterstützt, indem sie mir 6 Katzen überlassen haben und jetzt fühlen sie sich ja sehr wohl. Das Schöne ist ja sozusagen, dass die Katzen dadurch ein neues Zuhause haben und es ist noch ein Café hier, ein neues Café in Chemnitz gibt. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die jetzt hier richtig leben? Also du nimmst sie sozusagen nicht nach dem Feierabend, packst du alle 6 Katzen ein und nimmst sie mit zu dir oder ist es jetzt hier ihr neues Zuhause? Das ist jetzt ihr richtiges neues Zuhause. Also sie leben hier und ich sehe auch schon, seit einer Woche leben sie ja jetzt schon hier. Die fühlen sich sehr wohl. Und sie zeigen auch ihre Dankbarkeit, dass sie in so einem schönen Zuhause jetzt gelandet sind. Also ist es für alle Seiten eine Win-Win-Win-Win-Situation. Darf man die Katzen denn eigentlich streicheln? Ja, das ist sogar ein Muss, würde ich eher sagen. Darum kommt man ja eigentlich auch hierher. Also
Solange es die Katzen zulassen, darf man sie gerne streicheln. Man darf auch mal kurz versuchen, sie mal hochzuheben auf dem Schoß, aber sie jetzt nicht direkt zwingen, sondern die Katzen entscheiden, was sie wollen und möchten. Was gibt es denn hier sonst noch zu beachten oder gibt es hier richtige Regeln, die man beachten muss? Ja, also wie in jedem Katzencafé gibt es hier auch einige Regeln. Die wichtigste Regel ist eigentlich, dass man die Katzen nicht mit diesen Kuchen oder diesen Cupcake füttert. Dafür gibt es extra Snacks für die Katzen. Ansonsten, ja, die Katzen nicht stören beim Schlafen. Also wirklich die Katze selbst entscheiden lassen, gehe ich jetzt Mensch oder möchte ich mich jetzt lieber wohin legen und meine Ruhe haben. Ansonsten kann man sich wirklich hier ruhig durch den Raum bewegen, die Katzen beobachten, streicheln, mit denen auch spielen, wenn sie möchten, denen kleine eben Katzensnacks geben oder einfach nur beobachten. Haben Sie denn hier auch so Rückzugsmöglichkeiten? Also wenn Sie sagen, so ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock mehr auf die Menschen, können die weg? Ja, die haben einen extra Raum dafür. In dem Raum befindet sich auch die Katzentoilette und auch die Näpfe. Also die haben jederzeit Zugang zu dem Raum. Also wenn Sie wirklich mal keine Lust auf den Menschen haben oder Hunger, dann können Sie sich zurückziehen. Du hattest das mit den Leckerlis erwähnt. Also gibt es hier eine Möglichkeit, dass man die Katzen auch füttern darf und darf man auch selber was mitbringen oder wie läuft es hier ab? Eigene Snacks würde ich jetzt nicht mitbringen, weil ich arbeite mit einer Firma zusammen, die mich mit Snacks ausstattet. Und wenn jetzt jemand den Bedürfnis hat, der Katze mal ein Leckerli geben zu wollen oder sie auch zu loben, dann darf er gern bei mir vorne am Tresen für 1 Euro eine kleine Snacktüte kaufen und dann darf er damit die Katze beglücken. Also für die Katzen habt ihr ja allerlei da. Und was bietet ihr euren Gästen hier an? Auch allerlei. Also ich habe keine direkte feste Speisekarte. Es gibt natürlich einige Kleinigkeiten wie Snacks von Sandwich bis Wraps oder mal ein Wiener Würstchen. Wechsle ich wöchentlich. Möchte gern jedem mal was anderes anbieten wollen. Also Cupcakes, Törtchen, richtigen leckeren Erdbeerkuchen, also alles Mögliche mal zum Sündigen. Ich habe auch so Kleinigkeiten, was vegan betrifft. Das mache ich aber jetzt nicht selbst, damit da arbeite ich wieder mit jemandem zusammen hier aus Chemnitz. Aber ansonsten mache ich alles selber. Also für alle sozusagen was dabei, für Vegetarier, Veganer und auch Fleischessende. Ja. Stark! Und süß oder herzhaft, auch beides da. Ja. Schön. Ich denke, da findet jeder etwas. Also das vermute ich jetzt schon, dass du ein absoluter Katzenmensch bist. Hast du denn zu Hause auch eine Katze? Ja, ich habe auch ein kleines Fellkind zu Hause. Mhm. Seit 8 Jahren lebt bei mir eine sibirische Waldkatze. Und sie ist mein Ein und Alles. Ich liebe sie total. Und dann würde mich noch interessieren, ist das alles hier so ein Franchise-Unternehmen oder ist es komplett dein Konzept hier? Das ist mein komplett eigenes Konzept. Ich kenne auch die Franchise-Kette, aber für mich war klar, dass ich von Anfang an sage, das ist mein eigenes Ding. Und ich denke, das wird sehr gut hier auch laufen. Also du ziehst dein Ding durch? Ja, ich ziehe mein Ding durch. Schön. War es für dich einfach, hier das Katzencafé zu öffnen oder hat dir auch gerade das Hygieneamt dir Steine in den Weg gelegt? Also vom Hygieneamt, Veterinäramt gab es absolut keine Probleme. Das war von Anfang an eigentlich schon so meine größte Sorge, was ich für Maßnahmen machen müsste. Aber im Gegenteil, ich habe die gleich von Anfang an mit ins Boot genommen, waren auch sehr begeistert und von der Hygiene her gibt es absolut keine Probleme. Es ist wichtig, dass die Katzen nicht hinter in die Küche kommen, wo ich alles zubereite. Das können sie auch nicht. Und alles andere, es ist alles hygienisch rein, keine Probleme. Seid ihr auch so verliebt wie ich in diese tolle Idee? Ich meine, schaut selbst. Hallo, meine Süße. Und du bist so flauschig. Franzi hat mich mit ihrem Konzept und ihrer Idee absolut umgehauen. Ich finde, sowas hat Chemnitz noch gebraucht. Und wenn ihr das auch so seht, schreibt gerne in die Kommentare. Wart ihr schon mal in einem Katzencafé? Werdet ihr es besuchen? Ihr findet in der Beschreibung die Social-Media-Links dazu. Und bitte drückt ihr auch die Daumen, dass das ein Riesenerfolg wird. Lasst Liebe da und ich freue mich über ein Like und oder ein Abo, damit ich euch noch mehr solche besonderen Orte zeigen kann. Bis dahin!